Im Namen Gottes des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Er ist auferstanden. Er ist wahrhaftig auferstanden. Der Tod ist nicht mehr. Was wir nicht für möglich halten, ist wahr geworden. Auf diesem Wege herzlich willkommen zum Ostergottesdienst aus unserer Kirche in Kölbe. Und auch wenn die Kirche noch nicht wieder geöffnet sein kann, schön, dass Sie auf diesem Weg dabei sind. Wir hören Worte des Psalms 118. Danke dem Herrn, denn er ist freundlich und seine Güte wäret ewiglich. Der Herr ist meine Macht und mein Psalm und ist mein Heil. Man singt mit Freuden vom Sieg in den Hütten der Gerechten. Die Rechte des Herrn behält den Sieg. Die Rechte des Herrn ist erhöht. Die Rechte des Herrn behält den Sieg. Ich werde nicht sterben, sondern leben und des Herrn Werke verkündigen. Der Herr züchtigt mich schwer, aber er gibt mich nicht dem Tod preis. Tut mir auf die Tore der Gerechtigkeit, dass ich durch sie einziehe und dem Herrn danke. Das ist das Tor des Herrn, die Gerechten werden dort einziehen. Ich danke dir, dass du mich erhört hast und hast mir geholfen. Der Stein, den die Bauleute verworfen haben, ist zum Eckstein geworden. Das ist vom Herrn geschehen und ist ein Wunder vor unseren Augen. Dies ist der Tag, den der Herr macht. Lasst uns freuen und fröhlich an ihm sein. Er sei dem Vater und dem Sohn und dem Heiligen Geist. Amen. Gnade sei mit euch und Frieden von Gott, unserem Vater und von unserem Herrn und Heiland Jesus Christus. Amen. Liebe Gemeinde, Ostern und Corona, Auferstehung und Tod, passt das zusammen? Eigentlich nicht. Das höchste Fest aller Christen auf der Welt, die Auferstehung, der Sieg über den Tod, Gottes Neuaufbruch mit uns und so weiter auf der einen Seite, und auf der anderen Tote, Ängste und verzweifelte Versuche, das Schlimmste irgendwie zu verhindern. Das Leben ist zerbrechlich und der Tod gegenwärtig. In der Corona-Zeit tritt das, was jeder letztlich weiß, nochmal besonders hart vor Augen. Meine Zeit ist endlich, so schmerzhaft dieses Wissen ist und so gerne man das Thema auch verdrängt. Unsere Erfahrung ist es, der Tod gibt nichts zurück. Niemand wird wieder. Lebendig. Jeden Tag kann man das erleben. Hingegen Ostern? Auferstehung der Sieg über den Tod? Was ist damit? Corona lässt grüßen. Das Sterben geht weiter. Nichts weiter also als ein Selbstbetrug, ein weiteres Beispiel dafür, wie Menschen die Augen vor der Wahrheit verschließen? Diese Kritik ist berechtigt. Ja, die Frage muss gestellt werden, wie kann ich mir das mit dieser Auferstehung vorstellen? Gibt es einen Zugang dazu und hat das vielleicht sogar Auswirkungen auf mein eigenes Leben? Ich finde es spannend, dass diese Fragen nicht erst aus unserer heutigen Zeit stammen. Sie sind deutlich älter. Schon bei den ersten Christen und ihrer Umgebung hat die Frage nach der Auferstehung eine Rolle gespielt. Auch der Apostel Paulus musste sich damit auseinandersetzen. Im ersten Brief an die Korinther im 15. Kapitel schreibt er Brüder und Schwestern, ich will euch auf die gute Nachricht hinweisen, die ich euch verkündet habe. Ihr habt sie ja angenommen und sie ist euer fester Grund. Durch sie werdet ihr gerettet, wenn ihr an dem Wortlaut festhaltet, den ich euch verkündigt habe. Wenn nicht, werdet ihr vergeblich zum Glauben gekommen. Was ich euch weitergegeben habe, habe ich selbst als Überlieferung empfangen. Grundlegend ist, dass Christus für unsere Schuld gestorben ist, wie es in den Heiligen Schriften steht. Dass er begraben wurde und als er am dritten Tag auferweckt wurde, wie es in den Heiligen Schriften steht. Und dass er sich Käfers gezeigt hat, danach auch den Zwölf. Später sahen ihn über 500 Brüder und Schwestern gleichzeitig. Die meisten von ihnen sind noch am Leben, einige sind allerdings auch schon verstorben. Danach hat er sich Jakobus gezeigt, schließlich allen Aposteln. Und ganz zuletzt ist er auch mir erschienen, also gleichsam einen Missratenen. Ich bin nämlich der Unwürdigste unter den Aposteln. Ich verdiene es eigentlich nicht, Apostel genannt zu werden, denn ich habe die Gemeinde Gottes verfolgt. Aber durch die Gnade Gottes bin ich was ich bin. Und seine Gnade, die er mir erwiesen hat, blieb nicht ohne Wirkung. Wie ist das eigentlich bei Ihnen? Glauben Sie alles, was man Ihnen erzählt? Oder geht es Ihnen da wie mir, Sie sind erstmal skeptisch, denn einfach was behaupten, das kann ja jeder. Etwas anders stellt sich das dann schon dar, wenn man mir eine Reihe von Menschen benennen kann, die das, wovon mir erzählt wird, selber erlebt haben. Dann bekommt das alles eine breitere Basis, eine höhere Wahrscheinlichkeit. Dann habe ich zumindest die Möglichkeit, mich bei denen selber zu informieren, was da geschehen ist und was das eigentlich bedeutet. Paulus macht es genauso. Er erzählt von Zeitgenossen, denen Christus als Auferstandener begegnet ist und deren Leben dadurch verändert wurde wie sein eigenes auch. Und was ich dabei mindestens genauso spannend finde, ist aber das, wovon er nichts erzählt. Von einem leeren Grab, einem bestimmten Ort spricht er nicht, um die Auferstehung Christi in irgendeiner Form zu belegen. Das könnte ja auch ganz andere Ursachen haben. Ich finde es auch überzeugender, dass Paulus auf Menschen verweist, die für sich selbst erfahren haben, ich konnte ihm trotz seines Todes begegnen. Und das hat mich verändert und mitgenommen. Mit ganz anderen Worten, Gott ist bei mir. Er kennt mein Leben. Obwohl das nach meinem Ermessen eigentlich völlig unmöglich ist, er verändert es. Die Beziehung zwischen Gott und mir reißt durch den Tod nicht ab. Das ist das Besondere, das Neue. Ein Neuanfang trotz unmöglicher Ausgangsbedingungen. Und das ist für mich der Punkt, von dem ich glaube, dass auch wir heute erleben können, was Ostern, was Auferstehung bedeutet. Es geht nicht darum, krampfhaft zu versuchen, ein bestimmtes Ereignis aus der Vergangenheit für wahr zu halten. Daran hängt Ostern nicht. Und mit so einer Haltung tut man sich letztlich selber nur Gewalt an. Nein, ich denke, Ostern ist etwas, was geschieht. Auch heute an uns. In den vielen kleinen Ostereignissen und Osterwundern unseres Lebens. Das muss nicht so spektakulär sein wie bei Paulus. Aber auch ich darf so etwas wie Auferstehung mitten im Leben erfahren. Wie ein unerwartetes Geschenk. Etwa, wo ich merke, ein Gebet wurde erhört, ein Neuanfang wurde gewagt, auch wenn alles gar spricht. Ostern ist dort, wo die erwartete Katastrophe ausbleibt, und der Tod nicht eintritt. Aber natürlich, es wäre gelogen zu behaupten, wegen der Auferstehung könnte es nichts Schlimmes mehr geben, gäbe es keine Erfahrung von Verzweiflung, Trauer, Wut und Hass mehr, hätte das Bedrohliche keinen Platz mehr im Leben. Ostern ist keine Pille, die man schluckt, wenn man sie braucht, und dann ist alles gut und Corona zum Beispiel vergessen. Vielleicht kann man sich die Sache mit Ostern so vorstellen wie heute Morgen in der Osternacht. Das Licht, der neue Tag, das ist nicht auf einmal da und dann ist es sofort strahlend hell. Genau wie der Tag langsam herandämmert, kommt Ostern. Langsam, ganz leise und vorsichtig. Wenn die Trauer und die Angst, etwa eben vor Corona, nicht mehr nur das Bestimmte sein muss, oder sich eine neue Sichtweise und damit neue Handlungsmöglichkeiten auftun. Ostern hat viele Gesichter und braucht seine Zeit. Aber gerade daran zeigt sich, wie ernst Gott den Menschen und seine Trauer und Sorgen nimmt. Es ist ihm nicht fremd. Gott hat mitgetrauert und gelitten und er hat es nicht vergessen, sondern aufgehoben. So nah ist er und so nah bleibt er, egal was da kommt. Darauf dürfen wir vertrauen. Lassen wir es Ostern in uns werden, immer und immer wieder, immer neu und immer unterschiedlich und immer wieder als Geschenk. Amen. Und der Friede Gottes, der höher ist als unsere Vernunft, bewahre unsere Herzen und Sinn in Christus Jesus. Amen. Lassen Sie uns gemeinsam für Bitte halten. Jesus, Sohn Gottes, öffne uns unsere Augen, dass wir dich sehen. Ein helles Licht im grauen Alltag, im Dunkel unserer Angst, auch noch in der Nacht unseres Todes. Dir bringen wir unsere offenen Fragen, unsere ungelösten Probleme, unsere verwirrten Beziehungen. Gib uns Ausdauer, Gelassenheit, und unbeirrbarer Hoffnung. Dir bringen wir unsere Nächsten, unsere Angehörigen und Freunde, auch unsere Feinde, alle, die wir nicht leiden können, die es uns schwer machen. Hilf uns lieben, wie du geliebt hast, ohne Vorbehalte. Dir bringen wir die Menschen, die leiden, die Überförderten mit ihrer Angst, die Enttäuschten mit ihren Tränen, die Kranken mit ihren Schmerzen. Die Unterdrückten mit ihrem Stöhnen, die Armen mit ihrem Hungern und die Verzweifelten mit ihrem Schweigen. Zeige uns Wege, ihr Leid zu mindern. Dir bringen wir unsere Trauer um Menschen, die uns geprägt haben, die wir geliebt haben, mit denen wir uns noch verbunden fühlen. Tröste uns durch das Licht deiner Auferstehung. Dir bringen wir unseren Glauben gemeinsam mit allen, die dich suchen und nach dir fragen. Auch mit allen, die dich nicht kennen, noch nicht oder nicht mehr. Gib uns Gewissheit, lass uns einst schauen, was wir jetzt glauben. Und wir fassen unsere Gebete zusammen, wie du es uns gelehrt hast. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe wie im Himmel so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Geht in diesen Ostertag mit dem Segen des Herrn. Und der Herr segne dich und behüte dich. Der Herr lasse leuchten sein Angesicht über dir und sei dir gnädig. Der Herr erhebe sein Angesicht auf dich und schenke dir Frieden. Amen. Und wenn Sie jetzt in den Ostertag gehen oder nachher noch spazieren, dann lade ich Sie ein. Schauen Sie doch mal vor unsere Kirche in Kölbe. Da finden Sie ein schönes großes Holzkreuz können Sie auch Blumen mit einstecken, wenn Sie möchten, um zu zeigen, das Leben siegt, es geht weiter. Bleiben Sie gesund.